Erfolgreich endete ein Einsatz von Polizeihundeführer Karl-Heinz Schnitzer mit seinem Diensthund Till in der Nacht auf Donnerstag. Nachdem im Intersparmarkt Feldkirch-Altenstadt Einbruchsalarm ausgelöst worden war und es unklar war, ob sich noch ein Täter im Objekt befindet, kamen die beiden zum Einsatz. Ja, zum Zeitpunkt der Alarmierung befand sich die Hundestreife in Bregenz. Einsatzfahrt nach Feldkirch. Die Kollegen der verschiedenen Sektorenstreifen machten die Außensicherung. Als sie probierten, in das Gebäude zu gehen, sahen sie, dass der Bankomat demoliert war, schwer beschädigt, und traten sofort den Rückzug an, um auf die Hundestreife zu warten. Der vierbeinige Freund der Polizei, sprich der Diensthund, ist in diesem Fall die bessere Waffe, um einen Täter, der sich sicherlich irgendwo versteckt hält, aufzuspüren. Nachdem sich trotz Anruf durch die Polizei kein Täter im Gebäude gezeigt hat, nahm Spürnase Till seine Arbeit auf und durchsuchte das Gebäude. Der Diensthund wird an der Türe angesetzt, wird mit dem Kommando "Halt Polizei, kommen Sie heraus oder ich schicke den Diensthund hinein", wird der Diensthund eingesetzt und kann sich so frei im Gebäude bewegen. Er wird von mir mittels Kommandos gelenkt zu jener Tür oder zu einer anderen Tür, und im Obergeschoss sind wir dann fündig geworden, hat sich der Täter freiwillig gestellt, sprich ergeben. Wie in den meisten Fällen überzeugte der Anblick des bellenden Diensthundes auch in diesem Fall den Täter, dass jeglicher Widerstand sinnlos ist, und so ergab er sich eingeschüchtert den Beamten. Also durch den Anblick des Hundes und natürlich auch sein aggressives Bellen ist der Täter ziemlich eingeschüchtert. So war es auch heute Nacht der Fall, und der Täter hat sich sofort ergeben. Auch wenn für Till am Donnerstag der normale Dienst bereits wieder mit einer Trainingseinheit weiterging, ließ er es sich nicht nehmen, im Full-Live-Interview nochmals persönlich den Einsatz zu kommentieren.